Servus Leute, heute bin ich mal wieder auf Tour. Jedoch, da die Tour nicht so groß sein wird, bezeichne ich es jetzt offiziell mal als Fototour. Und zwar bin ich heute mal im Weißenstädter Forst unterwegs. Das ist im Naturpark Fichtelgebirge. Und dann hoffen wir mal, dass die Tour und das Wetter heute so bleibt. Das ist ja schönes Wetter. Hinter mir steht der weltweit einzigartige Bärenfang, wo früher und zur Zeit 1656, wo es auch gebaut worden ist, Bären gefangen worden sind mit einem Mechanismus über einen Köder. Einzigartig weltweit, gibt es so nicht mehr. Kam direkt gleich nach der Tour, schön mit anzuschauen, wir gehen weiter. Hinter mir seht ihr jetzt auch den Sender vom Großen Waldstein. Ist mit Sicherheit auch ziemlich geeignet für Nachtmotive. Wenn diejenigen, die mir an Instagram folgen, die haben auch schon mal so ein Bild von mir gesehen. Es gibt immer wieder so schöne Motive dann damit, auch gerade in der Nacht mit Langzeitbelichtung. Und ich würde sagen, hier genau auch von der Position aus würde sich das auch rentieren. Gut, jetzt ist helllichter Tag, kann ich leider nicht versuchen, aber wir werden mit Sicherheit nochmal hier vorbeikommen in der Nacht. Das nenne ich mal einen absolut stillen und friedlichen Rastplatz auf einer Wandertour. Gut, wir haben jetzt heute eine Fototour, aber die ist ja nicht so lang, aber es gibt ja hier noch mehrere Wandertouren. Und wenn man sich jetzt mal hier umschaut, das ist absolut idyllisch hier. Also hier kann man auch wirklich mal Rast machen. Und man kann sich hier auch definitiv dann erholen ein bisschen. Wir gehen weiter. Ja, jetzt sind wir beim Arnsteinfelsen angekommen, bei der Aussichtsplattform. Und wie ihr selber sehen könnt, im Internet wird nicht ohne Grund darüber sehr positiv gesprochen und geschrieben. Bei so einem klaren Wetter wie heute kann man wirklich wunderbar weit sehen. Und das Panorama ist wirklich wunderschön. Ja, viele kleine Nebenaussichtsplattformen gibt es auch, die jetzt eigentlich nicht für jedermann bestimmt sind. Aber im Endeffekt, solange man die Natur so belässt, wie man sie vorgefunden hat, kann man auch hier die Aussichten genießen und auch die Bilder. Es gibt hier wunderbare, schöne Fotomotive und die sollte man auch ausnutzen, wenn man kann. Thank you.
wir sind jetzt oben an der Schüssel angekommen und damit auch schon zum Höhepunkt und Abschluss von der heutigen Fototour. Ich hoffe, es hat euch gefallen und habe euch dementsprechend schöne Einblicke geben können und auch habe selber das Panorama genossen vor dem Bildschirm. Ich wünsche euch jetzt dann noch alles Gute, bis zum nächsten Mal und bis bald. Servus.